Hallo, hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Assassin's Creed Revelations Part 60. Und jetzt machen wir hier gleich mal. Weil es momentan direkt nicht so nichts zu machen gibt, gehen wir gleich wieder. Ja. Nächste Nachricht. Ja, machen wir jetzt hier weiter. Niemanden töten. Klar, mache ich auch nicht. Dann machen wir jetzt hier weiter. Ja. Machen wir jetzt hier weiter. Okay. Nieder mit dir! Geht vor. Kommt mit, Mädels. Nee, Quatsch, wir müssen hier vorne lang. Oh Mann. Das wird jetzt was geben gerade. So. Okay. Wir werden. No. Haben wir noch irgendwo? Jemanden? Nee, haben wir anscheinend nicht. Oh Mann. Wir dürfen uns auch hier nicht entdecken lassen. Hier rein. Ja, komm, stell doch zusammen, ihr Deppen. Alter, ey, wirklich. Findet ihr meine Weste nicht zu auffällig? Nee. Es ist, als hätte ein blinder Maler sie wahllos mit Farbe bepinselt. Höchst unprofessionell. Oh, ich kann nicht runter. Da kommt gerade einer. Nein, das glaube ich nicht. Ich muss warten, bis der weg ist. Bericht erstatten? Wie furchtbar. Ich hasse ihn so sehr. Das mache ich nicht mit. Gut. So kommt der Mädels. Danke. Ich werde hier niemanden töten, bin doch nicht bekloppt, ey. So. Gute Idee, nur nicht in diesem Kleid. Tja, da müsste jemand unten bleiben. Sorry. Gut. Ich werde jetzt umgehen, indem ich jetzt über das Dach gehe hier. Shit. Und da drüben ist er auch schon. Ich habe niemanden getötet. Tadik war kein Verräter, Suleiman. Auch er war ein Feind der Byzantiner. Was? Dann habt ihr... Es tut mir leid. Gott vergib mir. Ich hätte nicht vorschnell urteilen dürfen. Auf alle Fälle nicht. Er blieb eurem Großvater treu bis zum Ende. Und durch seine Bemühungen haben wir die Mittel, eure Stadt zu retten. Ach, Tarik, wäre er doch nicht so verschwiegen gewesen. Eine schreckliche Art, Gutes zu tun. Jo. Die Waffen sind jetzt in Kappadokien. Könnt ihr mich hinbringen? Ja, natürlich. Ich werde ein Schiff für euch vor. Suleiman, Suleiman. Man stellte mir eine Falle und ich sah wie ein Verräter aus. Kennst du noch Tarik, den Janitscharen? Mit dem ihr euch gestritten habt? Er wurde ermordet. Es ist bekannt, dass wir uns überworfen hatten. Jetzt werden die Janitscharen mich verantwortlich machen. Welch schreckliche Neuigkeiten. Wenn mein Vater davon erfährt, lässt er mich aus der Stadt verbannen. Besser. Oh, vergib mir, Neffe. Ich wusste nicht, dass du einen Gast hast. Das ist Marcello, einer meiner europäischen Berater in Kefe. Buonasera. Marcello, mein Neffe und ich haben private Angelegenheiten zu besprechen. Wie gesagt, ein Schiff wird auf euch warten, wenn ihr abreisen wollt. Grazie, mio principe. Junge, du wirst mich noch wir kennen. Wir werden den Schuldigen für dieses Verbrechen finden, Onkel. Habt Geduld. Glaub mir, du wirst mich noch kennenlernen. Nicht weil nur Marcello, du kleiner Heini. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier raus
ohne nochmal jemanden zu töten. Das heißt, ich nehme gleich dann die Mädels damit. Das heißt, ich werde mir hier die Mädels mitnehmen. Hey, haltet mal an! Nein. Ich werde nachher dann dermaßen hier wegrennen, ey, denn wie es nicht geht, ey. Haha. So. Dann wollen wir das jetzt. Ja, lauf doch mal mit. Weg doch mal deinen Hintern hier jetzt. Ja klar, da unten ist das Ding. Du entkommst nicht. Oh doch, ich entkomme, glaub mir das. Och ja, kommt Leute, ey, wirklich. Sorry für die Blödheit gerade eben von mir. Aber. Geht voran. Kommt Mädels, ich brauche euch nochmal. Mann, das war gerade so gut gegangen, ey. Verdammt, noch eins. Ich hab gerade gedacht, ich werde es gleich beim ersten Mal schaffen, aber hätte ich auch fast. Dann haben die Penner mich noch entdeckt, ey. Hey, come on, ey, wirklich. So. Kommt her, Mädels. Ich brauche euch alle. Vier. Da unten ist nämlich der einzige Ausgang. Da muss ich. Ja, zuerst mal muss ich den hier davon weglocken. Mann. Oh, die beiden. Hey, hallo? Jetzt kommt die auch noch her, ey. Meine Güte, ey. Komm schon, geht weiter jetzt. Oh. Ach so, der spielt verrückt gerade, okay. Oh, jetzt lass... So sprecht schon. War eure Suppe nicht gut? So ein Vollidiot, wirklich, ey. Jetzt lauf, Ezio. Ich muss schon aus dem Gebiet hier raus. Niemanden töten. Erledigt. Perfekt. Echt, ja, nur weil der Depp mir mitten im Weg rumstehen musste, ey, komm. Was habe ich getan? Vergib mir, bitte. Ab jetzt. Oh Mann, kann man das irgendwie erster. Ach Leute. Gibt's nicht irgendwo. Ja, komm, ey, das. Hey, kommt, Leute, fickt euch doch ins Knie, ey. Das ist doch nicht mehr witzig, sowas. Jetzt muss ich wegen so einem Scheiß Medizin nehmen, ey. Echt. Kommt, ey, Leute, wirklich. Noch eine Medizin, das alles voll ist, komplett, ey, leckt mich doch runter. Hoffentlich kann ich das jetzt eigentlich. Ah, jo, kann ich das revolvieren, also. Ah, und da hinten ist jetzt eigentlich so ein dämlicher Schmied, ey. Super. Echt. Herzlichen Dank. Darf ich jetzt Geld abheben? Mal gucken, wie viel Kohle ist drauf. Oh, kann man leider nichts abheben. Super. Echt. Das geht sich gar nichts an, wie ich das mache, okay? Ach komm, Ezio, nein. Lass los. Danke. So, hier will ich. Nein. Hey. Ja. Natürlich will ich den hier renovieren. Meine Güte, ey. Ich will meine Rüstung reparieren hier. Darf ich mal? Herzlichen Dank, weil ich will hier nicht mit einer kaputten Rüstung hier rumgammle hier. Ja.
Danke. Weg. Achtung. Haben wir hier den Kleinen mit? So, jetzt ist das auch wieder renoviert. Super. Die Qualität unserer Nähte ist unerreicht. Hier bekommt ihr das Beste. So. Okay. Wieder mit euch! Diese verrückten Mörder sind und bleiben verrückt. Ja, wir machen euch fertig. Dann haben wir hier noch einen. Jawohl. Dann werde ich gleich mal den Medizin noch aufnehmen. So. Jawohl, mit. Für kalte Mörder wie die Assassinen ist es nur ein. So, dann werde ich mir erstmal meinen Bedarf hier wieder auffüllen, ey. Echt, weil ich gehe hier nicht ohne Bedarf hier weg, Alter. Was soll der Mist? Wollt ihr mich gerade ärgern irgendwie ein bisschen hier? So, ist alles geheilt bei mir, alles voll. Weg. Ich geb dir gleich, er findet die Assassinen und dann. So. Ja. Hier ist das Ding. Da wollen wir das auch gleich noch. So, dann haben wir den nämlich ja gleich mit weg. Na, also, das passt doch. Perfekt. Was für Bücher ihr auch suchen mögt, ich habe sie. Zurzeit habe ich eine außerordentliche Sammlung und nur in dieser Woche biete ich ein Drachen. Ihr Schweine! Weg mit euch, komm. Sayin Auditore. Hi. In der Stadt erzählt man sich, ihr verließet uns. Bleibt nichts, was ich tue, geheim? Keine Sorge, Bruder. Der Kapitän eures Schiffs ist ein Freund. Doch jetzt geht erst einmal keiner von euch irgendwohin. Die Janitscharen schlossen die Sperrkette am Eingang des Halitsch. Okay. Und riegelten die Stadt ab bis zu eurer Ergreifung. Sie spannten die Kette für mich? Wir werden später feiern. Hier, ich habe etwas für euch. Vorsicht, es ist 50 Mal stärker als unsere normalen Bomben. Oh, herzlichen Dank. Okay, niemanden mit Klinge töten. Ja, das ist nicht das Problem, das schaffe ich locker. Was zu tun ist. Die Spannung ist greifbar. Heißt erschießen. Wartet. Un favore. Ja. Es gibt da eine Frau mit einem Buchladen am alten Polo-Handelsposten. Sophia. Passt auf sie auf. Sie ist eine außergewöhnliche Frau. Arrogant. Ihr habt mein Wort. Gefährlich. Ruft eure Männer. Das hier wird Aufsehen erregen. So, jetzt haben wir das. Jetzt verschwinden wir erstmal hier. Ah, wir kommen wieder zurück. Keine Angst. So, das heißt, wir dürfen niemand mit. Ach, jetzt haut doch mal ab hier. Verzeiht, ich muss wohl meine Medizin vergessen haben. Ja, aber wirklich. Okay, warte mal. Also brauche ich. Ja, natürlich könnt ihr mir helfen, Ladies. Habe ich euch nicht schon mal gesehen? Ist gut. Man sollte denen nicht erlauben, hier alles zu verschmutzen. Bestimmt der Handlanger eines Adligen. Weg abschneiden! Ich hab ihn! Ah, es war wieder klar, dass das nicht funktioniert. Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe einfach, ey, kommt! Oh, jetzt lasst mich doch... Junge, könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Hau endlich ab, Alter. Lasst mich gefälligst in Ruhe, verflucht noch eins, ey.
Ich darf euch nicht mit Klinge töten, das mache ich auch nicht. Dafür würde ich mich hüten. Euch mit der Klinge zu töten, werde ich mich hüten. Ich erschieße euch alle lieber. Oder, na ne, ich glaube nicht, dass Wurfpfeile dafür Messer gut sind, ey, wären. Ich lasse meinen Assassinen damit kämpfen. Drei weitere Kugeln. Jawohl, hier gibt es noch eine. Und Medizin voll. Kugel eine. 9. Perfekt. Aha. Dann wollen wir hier loslegen. Und das Ding hier ein zum Einsturz bringen. Und los geht's. Oh, Alter, jetzt zerlegst du den ganzen Hafen. Oh, Alter, ich zerleg gerade den ganzen Hafen, ey, sieht man ja. Ihr kümmert euch darum. So, super. So. Und los geht's. Freunde, jetzt müsst ihr mir gerade wissen, hier zur Seite stehen und helfen hier. Danke, Leute. Ah, griechisches Feuer. Ich mag die Art, wie ihr denkt jetzt. So. Natürlich, klar. Ach so. Jetzt lege ich erstmal hier den ganzen Hafen in Schutt und Asche hier, ey. Das kann doch echt nicht wahr sein, sowas. So, griechisches Feuer würde ich da eher nicht dazu nennen. Würde ich da eher nicht dazu sagen, ey. Ah, das waren schon alle. Ja doch, das waren alle. Perfekt. Los geht's. Ab die Post. Boah, Ezio. So, jetzt haben wir alles hier in Schutt und Asche gelegt hier. Meine Güte, lauf, Ezio. Wir haben alles in Schutt und Asche gelegt hier. Und das Schiff ist drüben. Wir müssen jetzt... Wir machen, dass wir jetzt hier laufen, Alter. Oh ja, schnell hier rüber, Ezio. Hoch mit dir. Lauf, Ezio, lauf. Das hat gebracht, so wie getan. Das hat weh. Das hat weh, Leute. Wow. Ezio, komm raus jetzt. Komm hoch, komm hoch. Okay. Ja. Komm hoch, komm hoch, komm hoch mit dir. So. Jetzt hoch mit dir. Boah, schneller. Oh Mann, das heißt sie abhauen. Hallo. Okay, jetzt muss ich gucken, wo lang ich muss. Ja, da drüben ist mein Schiff, klar, aber... Ah, da drüben. Ja, komm. Eine blöde Balken. Ach, hier lang. Jetzt lasst. Oh, ihr blöden Pissköpfe, ey. Blöden Wichser, ey. Verpisst euch jetzt.
Holt ab jetzt. Ja, jetzt so. Ach, seid ihr da mal nicht zu früh. Freut dich da mal nicht zu früh, Freundchen. Hab mein Schiff schon erreicht. Das war nicht gerade sehr subtil. Sie verzeiht die Verspätung. Gell? Fury Race, hallo. Alter, guck dir mal die ganze Werft an, ey. Boah, Alter, ich hab die ganze Schiffswerft zerlegt. Boah, das Segel setzen, ey. Boah, Alter, ey. Sequenz 6 beendet, jawohl. Alter, die ganze Werft beendet, ey. In die ganze Schiffshafen, den ganzen Hafen in Schutt und Asche gelegt. Trophäe erhalten, wie gewonnen, so zerronnen. Du weißt doch etwas, oder? Du weißt, was da draußen ist. Ich habe eine Idee, ja. Komm schon, Bill, du machst keine halben Sachen. Was glaubst du, finden wir? Mit etwas Glück noch einen Schatz. Mit sehr viel Glück. Etwas, das diesen verdammten Krieg beendet. Das ist mir zu hoch, Bill. Hör zu, Sean, ich weiß wirklich nicht, was wir finden werden. Aber was es auch sein mag, die Templer dürfen es nicht haben. Warte mal, den Hafen in Schutt. Und gelegt. Bereust du etwas, Desmond? Zum Beispiel? Das Ausreißen, deine Eltern zu verlassen, einen Scheißjob zu machen und so zu tun, als wärst du produktiv? Gut, das heißt, wir beenden jetzt hier den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Naruto 1986. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und wieder einschaltet. Gebt einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal. Da würde ich mich drüber sehr freuen. Und das war jetzt Assassin's Creed Revelations Part 60. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ciao, bis gleich.